Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier beim Kebab Chefs bzw. bei meinem Jimbiss. Ja Leute, es geht weiter hier im Programm und wir haben zur Wahl schon wieder ein neues Rezept am Start, Leute. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an, denn wir haben jetzt den Auberginen-Kebab. Und ihr hattet mir natürlich auch in die Kommentare geschrieben, ne, dass ich ja auch ein Dussel bin, dass ich hätte natürlich beim Tomatenkebab die Tomaten auf den Spieß setzen müssen. Ja, das war natürlich ein bisschen bescheuert, sage ich mal. Ja, so Dinge passieren natürlich, nicht so ganz so schlau. Des Weiteren habt ihr mir gesagt, ich soll doch eventuell einen zweiten Angestellten mir holen und sollte eventuell hier einmal das Waschbecken umplatzieren. Aber Leute, ich will das Waschbecken nicht umplatzieren. Ich finde das hier eigentlich echt richtig schön. Mir gefällt das so tatsächlich. Aber was ihr mir noch geschrieben habt, und das gucken wir uns jetzt mal an, ist, dass es doch einen... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo es das gibt. Denn es gäbe einen... Oh, Leute, guckt mal. Wir können hier auch einen Teestand uns besorgen. Aber ihr hattet mir geschrieben, dass ich doch so einen Kaugummi-Automaten platzieren soll. Der würde dann hier nochmal ein passives Einkommen fürs Geschäft erzielen. Und wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir auch jetzt, Leute. Das machen wir. Wir platzieren hier mal noch so einen Kaugummi-Automat. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den hier stellen. Ich würde den tatsächlich gerne hier so vorne an den... Oder stellen wir den hier vorne an den Ausgang? Ja, ich würde sagen... Oder... Komm mal, Moment. Jetzt stellen wir hier hin, Leute. Nee, wenn die Leute rausgehen hier, dann sollen die nochmal hier schön zugreifen. Ne? Dann sollen die nochmal schön zugreifen. So. Haben wir jetzt gesetzt. Jetzt haben wir hier noch einen schönen, schönen Kaugummi-Automat, Leute. So, da sind 10 Candies drin. Ich bin mal gespannt, wie schnell das leer geht. Und ihr habt mir auch gesagt, dass hier beim Getränkeautomat, dass der sich jeden Tag selbst füllt. Jetzt aber nochmal die nächste Frage. Sollen wir den hier so stehen lassen? Oder soll ich hier vielleicht nochmal so einen Schrank nehmen und den Schrank hier an die Seite stellen? Und dann setzen wir dort einmal den... Den Kühlschrank dort rein oder setzen wir den dort drauf oder lassen wir den einfach hier stehen? Schreibt mir das nochmal in die Kommentare, damit ich da nochmal Bescheid weiß. So, wir haben jetzt hier noch feinste Hühnersuppe, Tomatensuppe am Start. Oh, Leute, das habe ich vergessen zu kühlen. Das ist natürlich nichts, das müssen wir natürlich einmal direkt spülen. Das war jetzt aber ganz große Katastrophe, Leute. Oh, Mann. Ja. Wie können wir das jetzt hier einmal entfernen? Das ist jetzt die Frage. Können wir da einfach nur Wasser reinmachen oder wie läuft der Hase hier? Ja, ich würde es gerne wieder rausholen. Hallo, ich will dich da, ich will dich entfernen. Ich möchte, dass du hier rauskommst. Oder muss ich das einmal in den Mülleimer schmeißen, Leute? Jetzt ist hier aber ganz schön Katastrophe. Okay, wir lassen das Wasser einfach mal laufen und dann gucken wir mal. Das heißt, wir müssen eine neue Rührschüssel nehmen. Und müssen hier einmal neues Kebab erstellen. Eieieiei. Eieieiei. Okay, aber not so bad, not so bad. Wir haben ja jetzt noch das neue Rezept mit dem Auberginen-Kebab. Ich würde sagen, den pinnen wir uns direkt mal an. Den guten Auberginen-Kebab. So, und zwar brauchen wir dafür wieder Ribeye, Schwanzwert, Petersilie, Salz, Chili, Pfeffer, Aubergine, grüne Paprika und Zitrone. Habe ich angepinnt. Das heißt, ja, wir gehen noch mal eine Runde Ribeye holen. Moment, wir brauchen auf jeden Fall auch Aubergine. Ich guck gerade, ob wir noch irgendwas brauchen. Ich glaube, ansonsten sind wir bis auf die Tomaten eigentlich relativ gut erstmal, Leute. Das sollte passen. Ja, die Natalie, die geht schon hier wieder spazieren, anstatt mal gleich ihrer Arbeit nachzukommen. Ich hoffe, das läuft auch gleich. So, da holen wir mal noch ein paar Auberginen. Die packen wir uns noch rein. Wunder Bärchen. Und dann erstmal ab zurück. In den Laden, Leute. Ab zurück in den Laden. So. Packen wir natürlich direkt mal raus hier. Aber wir haben ja hier unten noch jede Menge Platz. Packen wir da unten rein. Die großen Teile hier. Ich bin ja so gar kein Auberginen-Typ, ne? Schmeckt mir tatsächlich echt gar nicht. Wir hatten demnächst auf der Arbeit auch so ein... Irgend so ein Auberginen-Zeug. Ach, nee. Das ist nicht so meine Welt, Freunde. Das ist nicht so meine Welt. Ich sage euch, wie es ist. Ich sage euch, wie es ist. Wir holen mal noch ein Ribeye. Dann würde ich sagen, holen wir noch eine Hähnchenbrust, ein bisschen Schwanzfett und noch zwei Hühnerkeulen. So, was wir haben, das haben wir, ne? Ab geht's, Tschüssikowski.
Ich glaube, vom Rest haben wir tatsächlich noch alles. Da brauchen wir nichts mehr. War natürlich jetzt richtig blöd, dass hier... Ja, dass das jetzt hier so kaputt gegangen ist. Ne, dass das jetzt hier so kaputt gegangen ist. So, aber gut, Leute. Ist halt so, ne? Können wir nicht ändern. Habe ich verkackt. Habe ich tatsächlich verkackt. So. Hoppala. Können wir das hier noch hier drauflegen vielleicht zufälligerweise? Oder komm, wir legen es so hin. Hauptsache, es liegt drin. So. Da haben wir dit und ditte. Aber ich krieg den Topf hier nicht mehr raus. Was ist das hier? Bleibt der jetzt auf Ewigkeiten hier drin oder wie läuft jetzt das? Ja. Scheint wohl so. Da können wir nichts mehr gegen machen. Das ist jetzt Feierabend hier mit dem... Ah, Katastrophe. Naja, wie dem auch sei. Wir brauchen auf jeden Fall Ribeye einmal, Leute. Das müssen wir einmal schneiden. Fleisch mit Fleischwolf zerkleinern. Ich glaube, da brauchen wir aber ja nur ein Stück. Deswegen schneiden wir das hier einmal auf. Und packen das hier einmal hier neu. Dann brauchen wir natürlich die Schwanzfettstücke. So. Die müssen wir auch einmal klein schnibbeln. Wunderbärchen. Und dann packen wir die gleich hier mit dazu. Das hier können wir ja eigentlich mal direkt schon hier auf unseren Dönerspieß draufpacken. Perfekt, dann können wir den schon mal einschalten. Dann kann der schon mal warm werden. Dann nehmen wir einmal hier unser Süppchen schon mal. Das machen wir schon mal warm. Dann können wir hier nämlich schon mal direkt die Teller rausholen. Da brauchen wir auf jeden Fall schon mal zwei. Weil wir ja wieder beide Süppchen hier ready to go machen. So, dann brauchen wir hier einmal... In der Schüssel brauchen wir Salz und Chili-Pfeffer. Salz brauchen wir dreimal. Und dann brauchen wir noch das gute Chili-Pfeffer dreimal. Prima. So, da haben wir das eigentlich schon mal ready. Und da müssen... Moment, da müssen zwei Petersilienscheiben rein. Interessant. Müssen wir den kleinen schneiden oder... Nee, das kommt hier einfach mit dazu. Okay, krass. Leute... Ja, ihr seht es, diesmal habe ich die Petersilie mit am Start. Diesmal habe ich die Petersilie mit am Start, Leute. So, Aubergine müssen wir auch zerschneiden. So, das haben wir. Dann müssen wir einen Spieß nehmen. Moment, wir holen uns erstmal einen Teller. Wir brauchen erstmal einen Teller. So, hier nehmen wir schon mal einen Teller. Dann nehmen wir uns einen Spieß und machen den schon mal voll hier. Und natürlich auch mit den Auberginen. Guckt doch mal dahin, Leute. Das ist doch ein schöner Spieß, Leute. Super. Das muss von jeder Seite gebacken werden. Und dann müssen wir eine Zitrone schneiden. Aber die Zitrone wird nicht gegrillt. Nur die grüne Paprika. Okay, grüne Paprika. Die muss dann geschnitten werden. Gegrillt werden. Aber die Zitronenscheibe, die wird nur geschnitten. So. Und die kommt dann damit dazu. So, das ist schon mal unser erstes Gericht. Sehr cool. Dann machen wir das direkt... Nee, Moment, das stelle ich hier unten rein. So, wunderbar. Da haben wir schon mal Gericht 1, Gericht 2 und Gericht 3. Dann haben wir... Moment, 1, 2, 3. Dann haben wir einmal den Döner. So, beim Döner muss ich nochmal ganz kurz reingucken bei unserem einfachen Dönerteller. Da brauchen wir nämlich noch die Kartoffel, Tomate, grüne Paprika... Kartoffel, Tomate, grüne Paprika. Kartoffel und Tomate muss geschnitten werden. Die grüne Paprika natürlich nicht. Okay. Also, grüne Paprika. Moment, dann nehmen wir erstmal wieder uns natürlich in Teller. Ist ja klar. So, da kommt die grüne Paprika drauf. Da kommt die Kartoffel drauf. Und, was war es noch? Ich glaube, es war die Tomate, ne? Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Die Tomate, genau. So, perfekt. Das muss geschnitten werden. Das muss geschnitten werden. Einmal und zweimal. Sehr gut. So, da haben wir schon mal diese beiden Gerichte dann letztendlich. Das da mit dem hier, da haben wir schon mal vier Gerichte am Start. Sehr gut. Prima. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, was wir noch als letztes nehmen. Ich, lass mich mal belegen. Wir haben jetzt hier kein Ribeye mehr. Ich könnte theoretisch könnten wir ja mal wieder ein paar Hühnerbeinchen machen, oder? Hühnerbein, Salz, Chili, Pfeffer und Tomate.
Das heißt, Tomate. Da brauchen wir. Moment, wie viele Hühnerbeine waren das? Waren das immer zwei? Ganz kurz nochmal gucken. Zwei Hühnerbeine, genau. Dann nehmen wir dann zwei Hühnerbeine. Dann nehmen wir uns natürlich erstmal wieder einen Teller. Nehmen wir uns mal den Teller hier. Der sieht doch auch mal ganz schick aus. So. Dann kommt das hier drauf. Die Tomate muss geschnitten werden. Zack. Dann kommt hier noch das zweite Hühnerbein. So. Und das war noch... Sekunde. Ich glaube, das war's schon, ne? Das war's schon, Leute. Ja, das war's tatsächlich schon. Wunderbar. Dann müssen wir das natürlich einmal noch ganz schnell würzen. Ah, Moment. Kommt da vielleicht zufälligerweise wieder Petersilie drauf? Nein, da kommt keine Petersilie drauf. Okay, also da kommt jetzt einmal Chili-Pfeffer drauf. Und natürlich das gute Salz. Dann gibt es heute mal ein bisschen Spicy-Futter, Freunde. So, dann heißt es natürlich jetzt erstmal hier den Grill einmal. Ne? Da müssen wir jetzt erstmal hier vorsorgen. So, zack. Und zack. Wunderbar. Das Ding einmal zu. Das Ding einmal an. Prima. So, dann haben wir hier schon mal unsere Gerichte, Leute. So. Das läuft, das läuft. Das heißt, wir können schon mal unsere Speisekarte für heute ready machen. Das heißt, wir haben einmal die Hühnerbeine. Wir haben einmal die Tomatensuppe. Wir haben den Auberginenkebab. Wir haben die Hühnersuppe. Und wir haben den einfachen Dönerteller. Da bin ich mal gespannt, Leute. Guckt euch mal an. Das sind auf jeden Fall relativ gute Preise. Bis auf die Hühnerbeine ist soweit echt alles gut am Start. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal, kann sich sehen lassen, ne? Da draußen stehen auch schon die ersten Leute. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Machen wir erstmal hier den Kochtopf schon mal soweit voll. Da müssen, oh shit, that was too much. Ja, okay, passiert. Nicht so tragisch. Packen wir schon mal rein, Hühnersuppe. So, haben wir jetzt ein bisschen viel reingemacht, aber ist jetzt, ja, passiert mal, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. So, den packen wir da drauf, das machen wir dazu. Machen wir jetzt erstmal eins nach dem anderen. Oh, nee. Nee. Kann ich das wieder drauf machen? Ja, kann ich wieder drauf machen. Sehr gut. Dann kommt hier einmal der drauf. Nein, das kommt nicht drauf. Aber das hier kommt drauf. Sehr gut. Das packen wir hier ein bisschen auf die Seite. Können wir eigentlich das hier noch drauf schmeißen? Und das hier noch drauf schmeißen? Und ebenso natürlich die Tomaten. Den drehen wir schon mal direkt rum. So, dann haben wir hier gleich schon mal zwei Gerichte am Start. So, das ist gut. Das ist, ja, das muss einmal gedreht werden. Und das muss gedreht werden. Und der ist schon fertig. Dann können wir den schon mal direkt ablösen. Voila. Nein. Nein. Oh, Leute. Ich flipp aus. Ja, jetzt ist natürlich alles wieder verbrannt. Jetzt ist natürlich alles wieder verbrannt. Ach, verdammte Axt, Leute. Verdammte Axt. Ach, lecco mio. Lecco mio. Ja, guter Koch werde ich nicht mehr. Aber das war noch relativ gut, das Essen hier. Gucken, ob sich da nachher jemand beschwert. Ja, das war jetzt leider verkocht. Ach, das war jetzt natürlich wieder eine ganz schreckliche Sache, Leute. Das war eine ganz schreckliche Sache. So, was hatten wir hier noch? Da kommt ja noch unser Döner drauf. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier einmal noch das drauf machen. Die Tomaten drauf machen. Und die grüne Paprika. Ist das alles hier soweit gut? Sehr gut. Machen wir schnell hier einmal die Süppchen rein. So. Suppe in der Tat fertig. Jawohl, 100%. Sehr nice. So, wenn wir das gleich haben, bringen wir natürlich direkt rüber. So. So. Und so. Sehr gut. Teller nehmen. Einmal hier abstellen. Schnell das Messer nehmen. Schnell 5 Stücke abschneiden.
5, prima. Kurz das Messer hier rüber. Dann nehmen wir die 5 Stücke und legen die hier drauf. Zack. Zack. Und dann ab zum Servieren. Ja, guck doch mal hin. Da soll sich mal jetzt einer heute bei mir beschweren. Bis auf das eine Essen war das hier echt einsame Spitze, Leute. So, und das mir... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das wegkriege. Aber jetzt können wir schon mal direkt hier aufmachen. Wunderbar. Ich hoffe, unsere Natalie, die kommt jetzt mal hier, Leute. Weil hier ist auf jeden Fall... Guckt euch mal, was eine Schlange hier, Leute. Hier ist ja richtig was geboten. Ja, kommen Sie rein hier in den leckeren Jimbits. Hier gibt es feinstes Fleisch, feinstes leckeres Gemüse, alles aus der Region. Kommen Sie rein, hören Sie sich was Feines und dann ab geht es. Ab geht es. So, wir müssen jetzt natürlich mal gucken und hoffen, dass die uns hier nicht gleich alles wieder leer machen. Ne? Ich bin mal gespannt. Ihr habt mir ja geschrieben, ich soll schon mal die Teller vorbereiten für die nächsten Tage. Ja, dazu, das werde ich auf jeden Fall dann auch machen, aber da muss ich mir noch einen zweiten Kühlschrank besorgen, denn so, ja, so geht es aktuell nicht, ne, Leute. So geht es aktuell auf jeden Fall schon mal nicht. Das wird ein bisschen problematisch und die Natalie, ja, die kommt heute nicht arbeiten, oder was? Hadi, ist die schon wieder krank, oder was? Hier, junge Frau, kommen Sie mal rein hier. Ich glaube, Sie sind immer ganz frisch. Die Arbeit schafft sich hier drinnen und nicht da draußen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Für was habe ich die überhaupt eingestellt? Für was habe ich die überhaupt eingestellt? Jetzt muss ich doch wieder alles alleine machen hier. Boah, ich glaube, Leute, das ist der Tag. Da muss ich die, glaube ich, feuern. Ich glaube, da muss ich die Dame feuern. Das geht ja gar nicht. Was macht die denn da draußen? Ey, unfassbar, Leute. Wirklich. Boah, 300 Tacken, Leute. Das ist ja echt einfach eine Frechheit. Jetzt muss ich, jetzt habe ich hier so eine Dame eingestellt und dann... keine Ahnung, tanzt die draußen irgendwo rum, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist eigentlich mit dem Radio hier los? Naja. So, wie sieht das aus? Ja, Natalie, wo bist du denn? Muss ich jetzt hier doch alles alleine machen? Das gibt's gar nicht, Leute. Aber Level 17. Restaurant Level 17. Wie sieht's aus? Oh, der Auberginen-Kebab und der einfache Döner-Teller, Freunde. Der ist schon gleich leer. Einfacher Döner-Teller können wir nochmal herstellen. Kartoffel war das. Und... oh, ich guck nochmal ganz kurz. Der einfache Döner-Teller war Kartoffel, Tomate, grüne Paprika. Können wir nochmal herstellen. Das ist kein Problem. Kartoffel, Tomate, grüne Paprika. Schnell mal schnibbeln. Ah, kann ich nur auf dem Brett hier, natürlich. So. Ey. Ah, und die Aubergine ist auch schon leer, Leute. Die Aubergine ist auch schon leer. So, machen wir aber erstmal das jetzt hier schnell. Schnell auf den Grill drauf. Zack. Zack. Ja, der einfache, ja, der, das wäre jetzt schneller gewesen, wenn ich das jetzt hier rausgemacht hätte, ne? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. So ein Stress hier. So ein Stress hier. Komm, nimm mal einer noch hier so einen Döner-Teller, bitte. Bitte, so einen Döner-Teller. So, ist mir egal, dann räume ich den einen halt raus und dann mache ich das nochmal neu drauf hier. 1, 2, 3, 4 und 5. So, 1, 2, 3, oh, habe ich noch nicht, ich war noch nicht fertig anscheinend. Oh, 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 oh. So, also man kann auf jeden Fall auch zweimal zwei Gerichte hier draus kochen. Sehr gut, da war der einfache Döner-Teller. Sehr gut, der ist wieder am Start. Tomatensuppe, ah, da habe ich natürlich wieder die Petersilie vergessen. Da werdet ihr mir jetzt wieder in die Kommentare schreiben, Jimmy, du hast wieder verrafft. Und ich sage, ja, danke schön, Leute. Ah. Ja, 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 ja.
Ja, man kann nicht alles richtig machen, ne? Aber ja, vorhin habe ich mich wieder selbst gekrönt und jetzt habe ich es wieder selbst verkackt. Ja, es war mir wieder ein Fest, Leute. Es war mir wieder ein Fest. Vielen Dank. Ach, Menno. Mensch. Ja, und die Dame hier, die könnte auch mal ihren Arsch bewegen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Rasiert die hier nur die Leute ab und räumt die Teller nicht weg. Kann das sein? Wie sieht's denn bei den Tellern aus? Ich muss auch mal spülen, Leute. Ich muss auch mal spülen, schnell. Ah, der Teller war noch sauber, ne? So. Leute, ich kann die nicht mehr spülen, oder was? Ah, doch. Ich hab schon gerade gedacht, es wird hier eng mit dem Spülen, ey. So, komm, auf geht's. Zacki, zacki, zacki. Spüli, 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 spüli. Ja, muss alles gemacht werden, ne? Da kann man nichts dran ändern. Aber ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich kann noch jemand einstellen, der spült. Und wisst ihr was? Ich guck da mal ganz kurz, mein Mitarbeiter. Ich kann der also die einzelnen Aufgaben geben. Ja, dann soll die hier mal alles machen, oder? Wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Aktuell war sie nur Waiter, kein Washdisher und kein Cleaning. Die soll jetzt einfach mal alles machen, ne? Die soll jetzt einfach mal alles machen, würde ich sagen, Leute. Soll mal hinmachen hier, die Dame. So, wir räumen mal jetzt hier ganz schnell die Teller ein. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass man da quasi seinem Angestellten da noch irgendwelche Aufgaben geben muss oder geben kann. Dem war mir nicht bewusst, Leute. Dem war mir nicht bewusst. Aber vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Mitteilen. Wieder, ihr seid einfach die Besten da draußen. Ihr seid einfach die absolut Besten da draußen. Jetzt muss mir nur noch einer sagen, wie ich hier diese Misere hier wieder rausbekomme. Das wird auf jeden Fall noch, das wird noch spaßig. So, vielen Dank auf jeden Fall fürs Essen, junger Mann. Ich hoffe, Ihnen hat es geschmeckt. So, der auch. Wunderbar. Wie sieht es hier eigentlich aus mit unserem Kaugummi-Automat? Hat noch keiner Kaugummis mitgenommen, aber Getränke haben sie mitgenommen. Kaugummis mag anscheinend keiner, war bisher also, ja, keine gute Idee, Leute. War bisher noch nicht so eine gute Idee. Vielleicht muss ich das aber erstmal etablieren. Oder der steht vielleicht an der falschen Stelle. Das kann natürlich auch sein, ne? So. Ja, tut mir leid. Ja, das war jetzt natürlich heute wieder ein Tag, ne? Bisschen schade. So viel. Ah, jetzt kommt sie, die Madame wieder. Dann, wenn wieder das Kind in die Brunne gefallen ist, ja? Dann kommt sie und macht hier einen auf. Oh, ich arbeite doch auch hier. Ich gehöre doch auch dazu. Gib mir mal ein bisschen Arbeit. Ja. Nadali. Was ist da los hier, Mensch? So viele Leute und nichts. Ach, Mensch, ey. Ja, da geht uns natürlich heute wieder ein bisschen Geld flöten. Aber werde ich in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen besser handhaben, Leute. Da werde ich wirklich mal gucken, dass ich das Ganze hier ein bisschen besser mache, indem ich schon mal ein paar Gerichte wirklich schon vorbereite und mir dann in den Kühlschrank stelle. Zumindest immer so zwei. Also werde ich mir noch so einen Kühlschrank hier organisieren. Oder ich verkaufe den kleinen und hole mir einen großen. Also irgendwas in die Richtung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Irgendwas in die Richtung werde ich auf jeden Fall machen. Weil ich sag mal, den Kochtopf hier, den kriege ich ja noch hier unten rein. Das heißt, den da kann ich ja dann auch da unten reinstellen. Das ist ja schon mal ganz gut. Haben wir schon mal zwei Plätze. Da kann ich zumindest schon mal wenigstens immer einen Platz schon mal vorab safen für später. Oh, hier ist so ein Dreck, gell, Leute. Hier ist so ein Dreck. Männchenskinder, Natalie, ey. Ich glaube echt, ich muss die feuern, ey. Die kriegt ja hier gar nichts gebacken. Die kriegt hier nichts gebacken, die Tante. Ja. Draußen, guckt ihr. Seht ihr euch das an? Draußen springt sie rum. Natalie, komm rein jetzt und mach deine Arbeit. Stopp bei dir, brennt's im Kittel hier jetzt. Aber mal zack, zack hier, Fräulein. Männchenskinder noch einmal. Du willst am Ende vom Tag wieder Lohn haben. So läuft es aber nicht. Ich glaube, bei dir ist echt 7:45. So nicht, Madame. Mann, ey. Unfassbar. So was Freches hier, ey. Mann.
Macht mich echt sauer, sowas. So, tut mir leid, wir machen jetzt zu. Ist jetzt hier Feierabend für heute. Mensch. Oh. Selten habe ich mich so aufgeregt hier. Leute, es tut mir echt leid, aber das ist wirklich nicht die feine englische Art. Also, die kriegt hier gutes Geld für einen Tag, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Und dann tanzt die da draußen rum und macht keine Arbeit, ey. Das kann ich nicht, das geht nicht. Oh, ich habe die Rührschüssel wieder bekommen. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gleich gucken, was ich mit der anstellen kann, dass ich den Dreck da rausbekomme. Müssen wir gleich mal gucken, Leute. Das checken wir gleich mal ab. Aber erst müssen wir hier noch ganz kurz schnell die zwei Schüsselchen hier sauber machen. So, und den letzten, weil die Natalie auch das ja irgendwie anscheinend nicht machen will. Moment. Ich komme hier an den einen nicht dran. Ich muss hier drauf springen oder so. Nee. Ich komme an die eine nicht dran. So, wie kann ich das Produkt ändern? Nehmen. Kann ich das so in den Mülleimer? Ah, ja. So läuft der Hase, Freunde. So, jetzt ist die Frage, kann ich den Eimer auch so spülen? Ah, nee, der ist also quasi schon sauber. Jetzt ist der wieder da drin, Leute. Was ist das denn für eine Kackspüle? Das ist ja aber, das ist keine schöne Spüle, Leute. Naja, egal. Wie dem auch sei, der Tag ist auf jeden Fall rum. Da haben wir da gut Kohle gemacht, Leute. 9670 auf dem Konto. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall hier mal noch ein bisschen umdekorieren. Gucken, dass wir hier noch ein bisschen Platz rausschaffen, damit ich die Gerichte vorkochen kann. Beziehungsweise schon mal vorbereiten kann. Das werden wir auf jeden Fall auch dann machen. Das heißt, morgen steht auf jeden Fall an, beziehungsweise in der nächsten Folge, hier mal noch ein bisschen unser Repertoire auffüllen. Und dann Gerichte schon mal vorbereiten. Das machen wir auf jeden Fall, Leute. So, dann machen wir die Funzel mal aus. Bonbons hat leider keiner gekauft. Ja, machen Sie es gut. Tut mir leid. Und dann gehen wir mal hier noch uns anschauen, wie hier die Tagesbilanz war. So, ab mal rein hier. Ah, wir haben ja noch Schulden zu bezahlen. Stimmt, unser Mitarbeiter will ja wieder Geld haben. Dafür, dass er draußen nichts gemacht hat. Unglaublich, Leute. So, Elektrizität 1538 und nochmal 250 für die Dame. Ich glaub's immer noch nicht, ne? Ja, ich find's auf jeden Fall gut, dass wir bisher keinen Kredit gebraucht haben, Leute. Wir sind bisher absolut komplett schuldenfrei. Das ist richtig geil. Wir könnten natürlich hier den hier nehmen, aber für was, ne? Für was? Wir brauchen den nicht. Wir brauchen den gar nicht. Wir sind hier richtig gut am Start. Okay, dann gucken wir uns das einmal an hier. Ein paar Gerichte sind wieder gelevelt. Das ist schon mal geil. Aubergine-Kebab und so natürlich noch nicht. Die sind ja noch relativ neu. Und dann gucken wir mal an hier. Tägliche Einnahmen waren fast $5000. Ja, wir haben natürlich auch 3000 ausgegeben. Aber wir hatten 21 Kunden. Das ist immer noch nicht das, was wir nachher wollen, ne? Aber die Tendenz ist schon relativ gut, wenn ich das jetzt mal so sehe, dass wir hier 21 haben. Das ist schon mal ganz gut. Servierte Gerichte waren 20. Passt also. Sehr gut. 2 Sterne. Ist okay, Leute. Prima, Leute. Da würde ich sagen, Leute, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall draußen noch ein bisschen was umdekorieren, beziehungsweise in unserem Laden, habe ich ja schon gesagt. Und wenn ihr natürlich weiteres hier nicht verpassen wollt, dann lasst mir zum einen natürlich gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier beim Gymbiz. Macht's gut. Ciao, Kakao.